Hallo Leute, Saarland to China. Heute sprechen wir über das Wasser in China. Und ganz besonders sprechen wir über die Frage, ist Wasser in China gesund? Die Frage kann man kurz beantworten. Nein. Ja, fangen wir zuerst mal an mit dem Wasser aus dem Wasserhahn. Ganz normales Wasser auf den ersten Blick, aber wenn man es dann doch mal probiert, merkt man sehr schnell, es schmeckt ein bisschen komisch und es riecht auch ein bisschen komisch. Nicht nach Chlor, wie man es in vielen Ländern in Europa feststellen kann oder auch in anderen Regionen in China, sondern irgendwie, ja, chemisch vielleicht. Und diese Chemie findet sich auch wieder in dem Wasser, wenn man mal als Neuankömmling hier versucht, mit dem Wasser zu kochen. Und ihr seht, nach einigen Kochversuchen mit diesem Wasser bilden sich hier am Boden des Topfes kleine Punkte, komische Punkte. Und das heißt nicht, dass ich meinen Topf nicht richtig geputzt habe. Das ist auch kein Rost und kein Kalk, sondern das sind kleine chemische Rückstände, die irgendwann aus dem Wasser kommen, wenn man da komplett runterkocht. Ja, das kann jeder mal probieren, auch im Wasserkocher. Wenn man mit diesem Wasser im Wasserkocher kocht, dann gibt es auch diese komischen kleinen braunen Punkte als Rückstände. Also dieses Wasser ist absolut untrinkbar. Also was trinkt man in China? Man kann hier diese großen Kanister bestellen in einem Supermarkt und man kriegt die auch geliefert, sogar in die 6. Etage, wenn man Glück hat oder gute Beziehungen zum Lieferanten hat. Wie funktioniert dieses Ding? Es gibt hier oben eine Pumpe, die setzt man einfach auf. Vorher öffnet man hier diesen kleinen Nippel und dann kann man die Pumpe hier reinschieben. Und dann funktioniert das ganz einfach. Man pumpt sein Wasser quasi ganz traditionell hier raus. Hier kann man das Ganze dann stoppen. Und das Wasser ist gut und trinkbar. Hoffe ich zumindest. Ich hatte noch nie Probleme damit. Das sind ungefähr 10 oder 20 Liter. Ich glaube 20 Liter. Und das Ding kostet zwischen 10 und 15 Yen. Das sind ungefähr 2 Euro. Ja, ja, so viel zu dem Trinkwasser hier. Das aus dem Wasserhahn sollte man nicht trinken. Normalerweise bestellt man sich so große Tornister nach Hause. Das macht jede Familie in China. Und nicht nur einen, sondern mehrere, die man dann auf seinem Balkon bunkert. Man sieht also auf vielen Balkons richtige Tornister-Bunker. Und ja, das ist das Trinkwasser in China, offiziell. Allerdings denke ich, dass man mit dem Wasser aus dem Wasserhahn und aus der Dusche relativ bedenkenlos duschen kann und sich auch die Zähne putzen kann. Ja, natürlich gibt es in China auch Trinkwasser aus ganz normalen Flaschen im Supermarkt von etlichen Marken und Herstellern in allen möglichen Größen und Varianten. Sehr klein, mittelgroß, groß, es gibt Kanister. Alle möglichen Preisklassen sind hier dabei, also von 1 Yen bis 10 Yen gehen die Preise für eine kleine Flasche hoch, also alles so zwischen, sagen wir mal, 15 Cent und 1 Euro pro Flasche muss man hier schon bezahlen für gutes Trinkwasser. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, bitte meinen Kanal abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.